Plankton entstand vor ungefähr 40 Millionen Jahren im Zeitalter des Tertiär. Damals war Europa von subtropischem Regenwald bedeckt. In den Bergen ließen Luft-, Wasser- und Temperaturwechsel Gesteine verwittern. Flüsse und Bäche nahmen die Gesteinspartikel mit sich. Mit der Zeit verbreiterten sich die Flüsse, ihre Strömungsgeschwindigkeit nahm ab und nur noch die leichtesten Partikel wurden weitergetragen. Die allerkleinsten Körnchen von mikroskopischer Größe setzten sich schließlich in Seen oder Deltas ab. Sie bilden unsere heutigen Tonminerale. Im vorderen Westerwald liegen die größten und hochwertigsten Tonlagerstätten Europas. Sie haben über Jahrhunderte die Wirtschaft der Region, des Kannenbäckerlandes, geprägt. Ein Acker nahe der Westerwaldgemeinde Siershahn. Ein Bohrteam ist angerückt, um mit Probebohrungen die Tonschicht unter dem Boden zu erkunden. Wie ist ihre Ausdehnung und welche Qualität hat der Ton? Dabei bohren sie nicht einfach in die Erde drauf los, sondern nach einem Raster, bis zu 50 Meter tief. Für das Bohrteam bedeutet das oft tagelange Arbeit bei jedem Wetter. Im Inneren des Bohrkerns sieht man, wie sich die Schichten in den Hunderttausenden von Jahren entwickelt haben und wie der Ton zusammengesetzt ist. So können Sie sich schließlich ein ganz genaues Bild von der Lagerstätte machen und gezielt den Ton nach Menge und Qualität abbauen. Ganz in der Nähe ist man schon lange weiter. In der Grube Petschmorgen wird der Abbau bereits seit über 50 Jahren betrieben. Während an dem einen Ende schon wieder aufgefüllt wird, wird am anderen fleißig weiter abgebaut. Der Ton lässt sich leicht wegbaggern, ist man einmal in die richtige Tiefe vorgestoßen. Mit dem LKW geht es zur nahegelegenen Aufbereitungsanlage. Doch zunächst werden Tonproben im Labor untersucht. Weil Ton ein natürlicher Rohstoff ist, variiert die Zusammensetzung je nach Schicht und Abbaustelle. Hier wiegt eine Technikerin kleine Mengen Ton ab und verteilt sie auf Probenbehälter. In einem Brennofen schmilzt sie die Probe ein. Das geht, weil der Hauptbestandteil von Ton, ähnlich wie bei Glas, Siliziumdioxid ist. So entsteht eine kleine, transparente Scheibe. Ein Röntgenspektrograph macht die genaue Zusammensetzung sichtbar. Dabei wird die Probe von Röntgenstrahlen durchleuchtet, die anschließend in ihre Wellenlängen aufgespalten werden. Jedes Element hat charakteristische Wellenlängen. So kann man exakt die Menge und Art der Substanzen in der Tonprobe analysieren. Wenn man die Zusammensetzung kennt, können die verschiedenen Tonsorten in einer Anlage homogenisiert, also vermengt werden. Durch gezielte Zerkleinerung und Mischung entsteht Ton mit jeweils gleichbleibenden Eigenschaften für die unterschiedlichsten Anforderungen in Industrie und Handwerk. Hier wird eine Bestellung verladen, die für die Herstellung von Baukeramik bestimmt ist. Anlieferung im Werk. Nach dem Abladen wird der Ton erst einmal weiter zerkleinert und durchmischt, in dieser Kugelmühle. Das macht auch dieses etwas skurrile Gerät, eine Haspel. Eine Strangpresse formt ein langes Stück Ton, das mit einem Draht in Einzelstücke zerschnitten wird. Das werden einmal traditionelle Fliesen. Weil der Westerwälder Ton so eine gute Qualität hat, kann man aus ihm sogar außergewöhnlich große Platten machen. Aber erst einmal kommen die Platten in den Trockner.
denn feuchter Ton lässt sich weder glasieren noch brennen. Diese Anlage kann die fertig getrockneten Keramikelemente bedrucken. Hier sind es gerade Bodenfliesen. Die Fliesen durchlaufen eine Art riesigen Tintenstrahldrucker, der mit farbigen Glasuren jedes beliebige Muster drucken kann. Zum Schluss wird noch eine transparente Schutzglasur aufgesprüht. Und dann geht es in den langen Brennofen. In einem sogenannten Rollenbrennofen wandert die Keramik langsam durch verschiedene Temperaturzonen, wo sie erwärmt wird und schließlich wieder abkühlt. Der Ofen ist 70 Meter lang, so lang wie 4 Sattelzüge hintereinander. An seiner heißesten Stelle beträgt die Temperatur 1200 Grad Celsius. Das sind fast 1000 Grad Celsius mehr als bei einem normalen Backofen. Und weiter geht es zum letzten Verarbeitungsschritt. Wird Keramik im Ofen gebrannt, schrumpft das Produkt etwas, da es Wasser verliert. Deshalb schleift diese Maschine die Fliesen noch einmal zurecht. Dann sind alle exakt gleich. Das erleichtert die Arbeit des Fliesenlegers. Zum Schluss noch die Qualitätskontrolle. Fehlerhafte Stücke werden aussortiert. Weiter zur vollautomatischen Verpackungsanlage. Von weichem Karton geschützt, machen sich die Fliesen schließlich auf ihren Weg in den Baustoffhandel. Ganz anders geht es in der traditionellen Keramik zu. Hier entstehen individuelle Produkte der Handwerkskunst. Schon vor Jahrtausenden stellten Menschen Tongefäße her oder drückten sich künstlerisch aus. Von Menschenhand fast jede beliebige Form erschaffen. Ein uralter Traum, der mit Ton verwirklicht werden kann. Von ihren handwerklichen Ursprüngen hat sich die Hightech-Keramik weit entfernt, wie bei diesem wiederverwendbaren keramischen Filter. Auch im Maschinenbau und der Hochspannungstechnik wird Keramik eingesetzt. Temperaturbeständige und besonders harte Bauteile werden daraus hergestellt. Wie zum Beispiel Katalysatoren für Kraftfahrzeuge oder Industrieanlagen. Oder dieses Hüftgelenk aus der Medizintechnik. Und was geschieht mit Tongruben, wenn der Abbau abgeschlossen ist? In der Schmidtchengrube in Ransbach-Baumbach wird noch gebaggert, während dicht daneben im stillgelegten Bereich bereits ein Naturschutzgebiet entstanden ist. Ebenfalls in Ransbach-Baumbach ist aus einer ehemaligen Abbaustätte schon vor mehr als 40 Jahren ein beliebtes Naherholungsgebiet geworden. Der idyllische Erlenhofsee.